Ja, ich darf euch wieder mal begrüßen auf meinem Kanal. Entschuldigt, dass ich so lange Pausen habe. Aber ich habe zurzeit sehr viel mit der Werbung für mein erstes Buch zu tun. Also auf Amazon ist der Mörder aus der Zukunft. Ich gebe den Link runter, falls es jemanden interessiert. Das ist ein Zeitreise-Krimi sozusagen. Und da habe ich viel zu tun. Gleichzeitig wird das zweite Buch gerade lektoriert und am dritten Buch schreibe ich. Da habe ich leider so wenig Zeit für die Eisenbahn, für die Modellbahn. Aber ich dachte mir, ich muss endlich einmal noch ein paar Waggons auspacken, die ich mir ja schon eigentlich vor Monaten zugelegt habe. Und das will ich mit euch teilen natürlich. Ich sehe gerade, ein bisschen schief, so, passt. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude wie ich jetzt da beim Auspacken, wenn ihr das jetzt da mit anschaut. Das erste, was ich da mir auspacke, ist ein Transportwagen der ÖBB Epoche 4, beladen mit Graef und Stift ÖBB Bahnbus. So, so sieht man's. Und es ist von der Firma Lilliput und da schauen wir uns jetzt einmal an, wie der Waggon eben so ist. Ja, das sind die Sachen immer so, durch das, dass da immer so eine Kerbe drinnen ist, kriegst du das fast nicht auf. Was natürlich bei der Wildfahrung gut ist, aber wenn man nicht auspacken möchte, dann nicht mehr so gut ist. Dann kriege ich es auf der Seite raus. Also seht, das dauert ein bisschen. So. Gut. Ja, dann ziehen wir mal das Ganze da raus. Da kommt immer auch weg. Verpackt ist es gut, muss ich sagen. Passt. Noch was. Da wahrscheinlich auch noch. Ja. Das auch noch als Klebestreifen. Das ist nicht so. Dann machen wir das. Das ist auch noch als Klebestreifen. So. Passt. Der Bus ist zum Abnehmen. Könnte im Prinzip auch so auf der Eisenbahn, auf der Strecke verwendet werden. Mich hat das wirklich fasziniert, eben dieses alte Modell. Gefällt mir recht gut. Und da ist der passende Waggon dazu. Er ist relativ schwer. Kommt vor, der ist sogar eben aus Metall und nicht aus Plastik. Sehr gute Qualität. Ja, da gehört der dann drauf. Ihr seht auch die Tafel, schaut auch recht gut aus. Ja, ich glaube, das ist einmal ein wirklich schönes Modell, was sich da die Firma Lilliput eben gemacht hat, ausgedacht hat. Wirklich auch kleinste Details, wie ihr vielleicht sehen könnt, sogar vorne die Figur. Auch da eben die Schrift drauf, ihr könnt es sehen. Ja, gefällt mir recht gut. Die Räder bewegen sich, also man könnte wirklich auch das auf der Fahrbahn am Gelände des Modellbahn eben verwenden, musste man nicht unbedingt eben auf dem Waggon selbst bleiben. Aber wirklich ein sehr schönes Modell,
und auch sehr, wie soll ich sagen, stabil. Also das ist wirklich Metall. Das Ganze, wie ich da merke, ja, wir sehen, wie es dann aus der Bahn fährt. Gut, das wäre einmal das gewesen. Muss dabei noch ein bisschen wieder einpacken. Gut. So. Dann machen wir gleich mit dem Lilliput weiter. Ich habe da ein paar ältere Modelle, Personenwagen der dritten Klasse, auch von der ÖBB oder BWÖ hier, Serie CA Punkt Betriebszustand 1936. Das sind eben zwei Personenwagen der dritten Klasse, ein Personenwagen der zweiten Klasse und dann der Bahnpostwagen. Alle aus dem Jahre 36. Schauen wir uns die an. Ich nehme jetzt einmal nur eins heraus, einen der dritten Klasse, damit das Video nicht zu lang wird. Schneller schon. Einfach um zu sehen, wie schaut das qualitätsmäßig aus. Da haben wir so die Hülle drauf. Noch einmal. So. Da ist alles ein bisschen eben, dass das geschützt ist. Auch wirklich feinste Details, wie ihr sehen könnt. Die sind schon alle eben montiert. Man muss nicht selber was noch montieren, wie bei Waggons, die ich von der Firma Rocco hatte, habe. Da musste ich die kleinen Dinge eben machen. Ihr seht auch die Treppe. Wunderschön, dass man sie sieht. Und ich schaue mir selber mal das an. Ja, die Innenausstattung ist auch dabei. Sehr fein. Ja. Innenbeleuchtung gibt es keine. Die müsste ich selber dann machen. Mal schauen, wann ich die Zeit dazu habe. Mal schauen, ob ich das Licht ein bisschen so hinbekomme, dass man hineinsieht. Aber ich glaube, na. Das schaffe ich jetzt da nicht. Aber ihr seht ja, wirklich die feinsten Details sind schon eben Handlauf, alles ist da montiert. Ist relativ stabil. Auch wieder der Unterteil, der Oberteil ist, glaube ich, aus Plastik, aber der Unterteil ist wieder aus Metall. Also stabil, dass es wirklich haltet, auch von unten sind Details dabei. Ja, gefällt mir sehr gut, dieses Modell. Und davon gibt es jetzt eben noch einen zweiten, dritten, einen Zweier und dann noch den Postwagen. Gut, dann habe ich noch von der Firma Pico mir solche Vieh Wagen, boah, da brauche ich eine Welle. Ist das da? Viehverschlagwagen von der Deutschen Bundesbahn V23 Epoche 3. Da habe ich mir zwei von Pico eben gekauft. Mal schauen, dass wir da einmal eins rausbekommen. Schauen wir uns das noch an. So aufklebt.
Aufkleber. Mal schauen, wo die hingehören, die Aufkleber. Da können unten aber auch noch weiße Kleber, sehe ich da. Okay. Das sind schwarze und weiße Kleber, Aufkleber. Das, glaube ich, sieht man. Die müssen wir dann noch hinzufügen. Es gibt auch, wie ihr seht, ein kleines Werbelinks dazu. Mit verschiedensten Modellen halt. Ich dachte vielleicht eine Anleitung, wo was rausgehört, geklebt, aber nein. Da sieht man nur eben, was man so vom Biko bekommen kann. Okay. Dann schauen wir, dass wir das da irgendwie rausbekommen. Okay. Da ist was geklebt. So. Geht schneller. Gut, dann schauen wir, was wir das einmal da herausholen. Ja. Da ist der Unterteil aus Plastik. Und auch der obere Teil ist aus Plastik. Er hat sehr viele Details drauf. Ich zeige es euch. Sehr viele Schriftzüge drauf. Ist leider nicht zum Öffnen. Das war bei Rocco besser, der hat zum Öffnen gehabt. Aber so an für sich gefällt es mir sehr gut. Ja. Sehr schön verarbeitet. Ich müsste jetzt nur noch drauf kommen, wo das hingehört. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, wo diese Aufkleber hingehören. Da bin ich jetzt überfragt. Aber wenn ihr eben wisst, wo das hingehört, bitte schreibt das unten in die Kommentare, damit ich mich dann da auskenne. Da muss ich zugeben, da weiß ich nicht, wo das hingehört oder ob das drauf gehört oder vielleicht noch so dabei ist. Ja. Aber wie gesagt, auch von der Modell her recht schön. Man sieht viele Details, wie ihr sehen könnt. Und ja, Kühe müssten wir wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber nein, das Dach kann man nicht abnehmen. Das ist fix. Dann müsste man schauen, ob man den Oberteil vom Unterteil irgendwie herunterbekommt, um dann innen vielleicht Kühe oder Schweine oder irgendwas hineinzugeben. Ja, sonst ist es halt ein leerer Transporter. Unten, von unten schaut es so aus, damit ihr auch das seht. Ja. Das eben so ein kleines Video von mir wieder, endlich, gell, damit ihr eben sehen könnt, wieder was von mir. Und ja, werde schauen, dass ich so bald wie möglich, muss meine Eisenbahn wieder abstauben. Und dann sobald wie möglich eine Testfahrt mit diesen Waggons mache. Das kommt dann in einem extra Video. Und ja, danke, dass ihr zugesehen habt wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das erste Mal da seid und es euch gefällt, abonniert meinen Kanal. Ich werde natürlich bemüht sein, weiterhin Videos zu machen, auch wenn es vielleicht dazwischen ein bisschen eine Pause immer wieder gibt. Wie gesagt, weil ich eben zurzeit eben sehr viel Arbeit an meinen Büchern habe. Und viel Freude weiterhin auch an eurer eigenen Eisenbahn. Denn ich nehme an, dass auch ihr selbst eben Modelleisenbahn-Fans seid und deswegen auch eben wahrscheinlich eine eigene Eisenbahn habt.